Wir beginnen mit der Zubereitung der Muffins. In eine Schüssel siebt ihr erstmal alle trockenen Zutaten. Das wären das Mehl, die Speisestärke, Kakao, Salz und Backsoda oder Natron. Verrührt die Zutaten gut miteinander und stellt sie auf die Seite. In einer anderen Schüssel schlagt ihr das Eiweiß mit einer Prise Salz zu steifem Schnee. Diese stellt ihr dann auch auf die Seite, wir brauchen den Eischnee nämlich erst am Ende wieder. Rührt die Butter schön cremig, bis sie so eine hellgelbe Farbe annimmt und fügt immer wieder etwas Zucker hinzu. Den Zucker habe ich vorher mit dem Vanillepulver vermischt. Fügt das Öl hinzu und rührt etwa 2 Minuten weiter. Dann folgen die Eigelbe, der Essig und die Lebensmittelfarbe. Ich empfehle euch, Lebensmittelfarbe in Gel- oder Pulverform zu verwenden. Wenn ihr nämlich flüssige Farbe nehmt, kann es sein, dass es die Konsistenz von eurem Teig verändert. Ich habe von dieser Farbe etwa einen gehäuften Teelöffel gebraucht. Eine wichtige Info am Rande. Meine Muffins sind, wie ihr seht, eher dunkelrot. Wenn ihr eine sehr intensive rote Farbe wünscht, dann empfehle ich euch, das Kakaopulver durch die gleiche Menge Mehl zu ersetzen. Dann ist euer Biskuit etwas heller und die Farbe wirkt intensiver. Im Anschluss fügt ihr abwechselnd die trockenen Zutaten und die Buttermilch hinzu. Rührt danach nur so lange weiter, bis sich alle Zutaten gut vermengt haben. Zum Schluss rührt ihr per Hand den Eischnee unter. Ich habe für das Befüllen der Muffinförmchen einen Eisportionierer verwendet und darauf geachtet, dass die Förmchen nur bis zur Hälfte mit der Masse gefüllt sind, weil sie ja noch ziemlich aufgehen. Der Teig ist, wie ihr zu Beginn lesen konntet, für 15 Muffins ausgelegt. Das heißt, wenn ihr nur eine Muffinform habt, dann müsst ihr das Ganze zweimal backen oder ihr habt in Reserve noch ein paar Silikonförmchen, die ihr dann füllt und alles zusammen in einer Tour backt. Die Muffins werden nun bei 175 Grad Ober-Unterhitze für 25 bis 30 Minuten gebacken. Stäbchenprobe nicht vergessen. In der Zwischenzeit bereitet ihr die Creme zu in genau dieser Reihenfolge. Zunächst rührt ihr die zimmerwarme Butter so lange, bis sie schön cremig und hellgelb ist. Dann fügt ihr portionsweise den Staubzucker mit dem Vanillepulver oder der Vanilleschote hinzu. Weil mein toller Handmixer in diesem Moment leider den Geist aufgegeben hat, musste es dann mit der Küchenmaschine weitergehen. Wenn aus der Butter und dem Zucker eine schön cremige Masse entstanden ist, gebt ihr dann auch portionsweise den Frischkäse dazu. Diese Creme könnt ihr jetzt nach Wunsch noch einfärben oder ihr peppt den Geschmack mit etwas Fruchtpüree oder Marmelade auf. Die Creme kommt dann gleich in einen Spritzbeutel, weil sie sich in dieser Form leichter spritzen lässt. Ich habe übrigens auf der Innenseite meines Spritzbeutels mit etwas Lebensmittelfarbe einen Strich gezeichnet. Das sieht dann später einfach schön aus. Langsam kommt auch die rote Farbe zum Vorschein. Ihr könnt übrigens sowohl die Muffins als auch die Creme einen Tag vorher zubereiten. Die Muffins deckt ihr mit Frischhalte oder Alufolie ab und die Creme lagert ihr im Kühlschrank. Die fertigen Cupcakes könnt ihr gleich servieren, ich würde euch allerdings empfehlen, dass ihr sie für mindestens eine Stunde kühl stellt, damit die Creme etwas fester wird. Ich weiß nicht, wie gut man es im Video erkennt, aber der Teig ist wirklich schön weich und saftig und hält sich in dieser Form sogar bis zu 3 Tage. Und die Creme, die schmeckt so gut, dass ihr damit auch Torten befüllen oder andere Kuchen dekorieren könnt. Tobt euch aus und bis zum nächsten Mal!